Stephanie Smith aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia berichtete, dass ihr Sohn Isaiah im Alter von nur 3 Monaten einen roten Ausschlag auf der Haut bekam. Es begann mit einem Ausschlag um eine Wunde an seiner Wange, verschlimmerte sich aber schnell zu einem roten, rauen Ausschlag, der immer dann auftrat, wenn jemand, der Parfüm oder Kleidung mit Weichspüler trug, mit ihm in Kontakt kam. Als seine Mutter von seiner Allergie erfuhr, stellte sie alle Shampoos, Cremes und Deodorants der Familie auf hyperallergene Produkte um und vermied parfümierte Haushaltsprodukte, die seinen Zustand verschlimmern könnten. Die Ärzte stellten fest, dass es sich um ein Ekzem handelte und verschrieben ihm eine niedrige Dosis frei verkäuflicher Kortisonpräparate. Nach der ersten Anwendung besserte sich seine Haut, aber eine Woche später kehrte das Ekzem zurück und die Eltern hielten es für richtig, erneut Kortison zu verabreichen. Dies geschah in einem Zyklus über 2 Monate. Damals ahnten die Eltern nicht, dass die Medikamente und Behandlungen, die ihr Sohn erhielt, den gegenteiligen Effekt hatten und